Panik an den Aktienmärkten. Verkaufen, verkaufen, verkaufen. Hello guys, ich mache heute mal ein ganz exklusives Video mit einer offenen Position, um das Ganze mal ein bisschen zu zu veranschaulichen, was es auf sich hat mit der momentanen Panik an den Aktienmärkten. Es ist definitiv Angst, vielleicht sogar schon Panik oder zumindest anfängliche Panik, ne? Also wenn es jetzt nochmal 1000 Punkte runtergeht, dann fängt vielleicht sogar die Panik an, ja. Ich weiß es natürlich nicht, keiner weiß, wo es kurzfristig hingeht. Das ist ja immer das Spielchen mit den ganzen Daytradern und warum kein einziger Daytrader wirklich unter den 100 reichsten Unternehmern, hätte ich schon beinahe gesagt, weltweit sich befindet, weil die reichsten Menschen dieser Erde sind nun mal alles Konzernchefs und Investoren, langfristige Investoren und Unternehmer vor allen Dingen. Ja. Also letztendlich das altbewährte Thema Einzelmännchen, also Leute, die andere ganz es geschafft haben, Systeme aufzubauen, wo ganz viele andere Leute Werte schöpfen für ja, den Mann an der Spitze, eben den Eigentümer des Unternehmens. Also jetzt nochmal so kurzer Ausflug ins Thema Unternehmertum, und das hat natürlich hier vom Mindset her sind das meistens auch die besseren Investoren, weil die einfach auch bessere Nerven haben. Also es gibt wahrscheinlich keinen erfolgreichen Unternehmer, der auch Investor ist oder vice versa, der nicht Nerven wie Drahtseile hat. Ja, sonst wäre er da wahrscheinlich nie hingekommen, wo er jetzt, sich heute befindet. Die hatte ich auch nicht von Geburt an, ja. Aber jetzt möchte ich hier einfach mal lange Rede, kurzer Sinn anhand der Microsoft-Aktie. Ich habe hier, was ich normalerweise nie mache, hier zeige ich jetzt mal eine offene Position. Also diese Microsoft-Aktie, die ist in einem Depot hier bei DEGIRO, wo ich erst seit 3 Jahren, glaube ich, jetzt, die Zeit vergeht so schnell, ich weiß es gar nicht, 2 oder 2,5 oder 3 Jahre oder sowas, habe ich dieses Depot erst eröffnet, und mein Plan war eben, dieses Depot dann einfach zu nutzen, um damit Videos zu machen und einen Kanal aufzubauen und Leuten eben ein bisschen rein zu helfen und sich ein bisschen anzufreunden mit dem Thema Aktien kaufen und all diese Themen. Und wir sehen hier einfach, dass wir haben ja heute auch wieder schlechte Zahlen von Microsoft, minus 4,9%, teilweise bis zu 5% minus, und das ist ja bei Microsoft relativ selten gewesen in der Vergangenheit. Und wir sehen auch hier einen deutlichen Dip. Ja, hier oben, klar, alles super. Wir sind jetzt momentan bei 163 Dollar ungefähr, das Stück. Und ich glaube, der 200-Tage-Linie ist noch etwas drunter. Die müsste ich jetzt dann nochmal extra einzeichnen. Können wir kurz mal machen. Das lädt hier wieder Ewigkeiten. Indikatoren, Moving Average. Ich finde doch, dass die. Ah, das ist jetzt die 50er, glaube ich. Die wurde eben heute unterschritten. Ist aber nicht so aussagekräftig wie die 200er. Und die 200er. Ja, also da müssen wir noch eine ganze Weile fallen, bis wir dann in der 200er sind. Also. Der Aufwärtstrend ist hier mehr als intakt. Wir sind jetzt ungefähr bei dem Niveau hier und so weiter. Eigentlich wollte ich hier auf was anderes hinaus. Und zwar, ich habe diese Aktie, ich glaube 2018 ein paar gekauft, und also immer kontinuierlich immer wieder mal ein paar gekauft, wenn ich Geld übrig hatte. Also kein großartiges System. Man kann natürlich das viel, viel intelligenter noch machen, indem man einfach jeden Monat irgendwie einen Sparplan macht von 100 Euro, und dann hat man den präzisen Cost Average. Kann man sich zumindest so einreden, weil das ja auch wieder nicht so richtig ist, weil ja letztendlich man nicht, da müsste man ja jeden Tag was kaufen. Ja, hätte man sozusagen einen absoluten Cost Average. Wenn man jeden Monat oder alle 3 Monate kauft, kann irgendwie ein schwacher Monat dabei sein oder ein besonders starker Monat, und dann verzerrt sich ja der Durchschnittspreis auch wieder, ne? Also desto länger die Pausen dazwischen sind und so weiter. Also das heißt,
so genau auf dem Heller und Cent bin ich eh nicht so der Typ, dieser Heller und Cent-Typ. Ja, und letztendlich sehe ich hier, also heute zum Beispiel sieht man hier, das ist jetzt hier, ich habe hier 20 Stück, ja, und man sieht einen gesamten Gewinn G&V, Gewinnverlust von 1638, unrealisierter G&V von 700. Wie kommt es zustande? Weil ich mal mehr hatte, ne? Ich hatte mal ungefähr so, ich glaube, 70 Stück oder sowas, ja, ich glaube, so um die 10.000 war das damals wert. Und habe natürlich dann schon welche verkauft gehabt. Das heißt, die Differenz dazwischen ist letztendlich der realisierte Gewinn, ja, den ich auch schon, glaube ich, versteuert habe oder so. Das war letztes Jahr sogar. Auf jeden Fall, wir sehen hier den EK. Also der ergibt sich immer aus den, da komme ich gleich noch drauf zu sprechen, der ergibt sich immer aus, das ist der durchschnittliche EK, ja. Und das ist jetzt der Kurs, ne? Und da sieht man hier noch eine Differenz von 40 Dollar. Ja? Also wenn wir jetzt nochmal zurückgehen auf den 200-Tages-Chart, ja, dann bin ich sogar bei 145 Dollar liegt da die 200-Tages-Linie momentan aktuell. Da bin ich hier mit einem durchschnittlichen EK von 126 noch sogar noch tiefer, also noch tiefer als die 200-Tage-Linie um 20 Dollar oder sowas, 15, 20 Dollar. Und wo sehen wir jetzt hier eigentlich die Prozent, wie viel Gewinn in Prozent, das sieht man jetzt hier gar nicht, ist auch egal. Und ich will nur sagen, dass letztendlich, ich habe jetzt hier die Gesamtposition, ja, trotz der Bässe der letzten, dieser Woche, ja, dieser Wahnsinnsabsturz, ja, von 20% und mehr, ist meine aktuelle Position immer noch 3.280 Dollar wert, ja. Und mein G&V ist insgesamt 1.644. Also mit anderen Worten, diese Position, so wie sie jetzt steht, müsste sich nochmal halbieren. Das heißt, der Kurs müsste auf 80 Dollar fallen. 80 Dollar, wir haben wir zum letzten Mal gesehen. Wann war das? Ja, so 2018, Januar 2018, vor 2 Jahren. Ja. Also bis darunter müsste der Kurs fallen und dann hätte ich immer noch keinen Verlust gemacht. Ja. Und warum nehme ich dieses Beispiel hier? Weil bei dieser ganzen Panikmache momentan, also was heißt Panikmache, es ist schon super schlimm alles, aber Leute greifen sich an den Kopf und fragen sich, soll ich jetzt alle meine Aktien verkaufen? Soll ich jetzt wirklich, ja, steht der schwarze Schwan vor der Tür sozusagen, ja? Soll ich jetzt das, was meine Aktien noch wert sind, retten, ja? Da frage ich mich immer, wann ist der in die Börse eingestiegen? Ja, wann hat er sein Depot sozusagen aufgebaut? Vor 2 Wochen? Ja? Oder vor 3 Monaten oder sowas? Dann hast du natürlich jetzt Pech, weil dann hast du halt ein schlechtes Timing. Ja? Aber dann dürfte dieses Depot auch noch nicht so besonders groß sein. Ja? Und da checke ich irgendwie die Logik nicht ganz. Ja? Woraus diese Panik resultiert. Ja? Weil wenn ich jetzt, das ist wirklich ein recht neues Depot, das ist jetzt gerade mal 2 oder 3 Jahre alt, ja. Also wenn ich jetzt sozusagen in einem anderen Depot die Microsoft, wo ich die, sagen wir mal, vor 5 oder vor 10 Jahren gekauft habe, dann habe ich ja noch einen ganz anderen Puffer, ja. Aber das ist eh schon ein recht junges Depot, ja. Für eine langfristige Aktienstrategie ist das Depot 2, 3 Jahre alt. Das ist gar nichts. Auf eine Sicht von 10, 20 Jahren, ja. Und ich habe hier sozusagen einen Puffer, dass selbst von der heutigen Position aus nochmal 50% runtergehen könnte, ja, und dann wäre ich erst auf Break-Even sozusagen, ja. Und da stellt sich mir gar nicht die Frage, zum Beispiel der Verbilligung, ja. Also viele sitzen jetzt vorm Bildschirm und fragen sich, naja, soll ich jetzt verbilligen? Ist das jetzt schon der richtige Zeitpunkt, das Timing, ja? Die Frage kann ja natürlich keiner beantworten, weil kein Mensch weiß, ob es jetzt nochmal 10% oder 20% runtergeht oder ob jetzt ein
einen Rebound gibt und dann neue Hochs oder Allzeithochs. Oder ob es einen Rebound gibt um 10% und dann nochmal 20%. Also welches Szenario auch immer, keiner weiß es, ja. Niemand. Das heißt, die Frage, jetzt zu verbilligen, ja oder nein, stellt sich gar, kann niemand beantworten. Und ist eigentlich auch die falsche Frage, also allein schon an der Fragestellung, wenn mir jetzt jemand auf YouTube oder in Facebook einen Kommentar, ist heute der richtige Zeitpunkt zum Verbilligen, dann weiß ich schon, dass du in der Vergangenheit was falsch gemacht hast. In den letzten 3, 4 Jahren ganz besonders. Weil, zumindest in der langfristigen, ich rede jetzt nicht vom Traden, ja, das ist jetzt langfristiges Depot oder, ja. Hättest du immer kontinuierlich immer wieder investiert in Aktien wie zum Beispiel die Microsoft, und ich wiederhole es ja immer wieder, ja, also ich sage immer wieder, das sind diese No-Brainer-Aktien, ja, Megatrends und so weiter. Da gibt es eine ganze, gibt es bestimmt 10, 20 oder so, 5 oder so reichen auch schon, wenn du nicht viel Geld hast. Und dann, weil, wenn ich jetzt sagen würde, ich mir heute sagen würde, okay, der Markt hat jetzt 20% korrigiert, ja, oder Microsoft hat schlechte Zahlen oder was auch immer. Die haben Probleme in der Produktion von ihren PCs oder was auch immer in China etc. Die Frage stellt sich mir gar nicht, jetzt hier zu verbilligen, weil ich nämlich hier gar nicht verbilligen kann. Ich kann hier nur verteuern. Das heißt, ich zögere, hier nochmal nachzukaufen, obwohl ich an die Aktien in diesem Depot, also bei dieser Position, ich habe noch andere Depots, aber das ist jetzt so als Vorzeigeposition. Ich zögere, also bei den anderen Depots sieht es ähnlich aus wie bei der Microsoft-Aktie, aber ich zögere hier nachzukaufen oder zu verbilligen, weil ich dann ja meinen schönen Cost Average, ich verteuere, ja, also ich verteuere ja und ich verbillige nicht, ja, und deswegen kann ich mir die Frage, soll ich hier verbilligen, gar nicht stellen. Die stelle ich mir auch nur, wenn ich zum Hoch eingekauft habe. Ja, wenn ich meine allererste Microsoft-Aktie bei $180 gekauft habe, nur dann stelle ich mir doch die Frage, lohnt sich, ist jetzt der richtige Zeitpunkt zum Verbilligen? Ja, das ist diese typische Trader-Fragestellung. Ja, ich habe irgendwas getradet, das Ding geht in die falsche Richtung, ja, vor 3 Tagen, bin irgendeine Position eingegangen, egal Long oder Short, und heute stelle ich mir die Frage, Scheiße. Hatte ich insgesamt recht? Soll ich verbilligen oder soll ich rausgehen oder soll ich mich ausstoppen lassen? Soll ich dies und das und das und jenes? Deswegen sind diese kurzfristigen Geschichten meistens immer sehr schwierig. Ja, da langfristig, ich wiederhole es nochmal, also die wenigsten wirklich reichen, erfolgreichen Menschen da draußen sind Daytrader. Ja? Ganz viele versuchen da ihr Glück, aber es geht schon ein bisschen in Richtung Casino, ja? Weil einfach kurzfristig das Chance-Risiko-Verhältnis ja schwierig abzuschätzen ist, ja. Und es ist halt einfach, wenn du kontinuierlich in Aktien, die auch da draußen von so vielen Leuten empfohlen werden, ja, wie Microsoft, Amazon, Facebook und so weiter. Ich könnte jetzt hier den Facebook-Graphen aufzeigen. Mit dem gleichen Bild. Ja. Aktien. Sorry. Amazon. Ja. Ganz ähnliches Bild und so weiter. Visa. Ja. Und so weiter. Ja. Wo ist hier die Panik? Wo gibt es hier einen Grund, Panik zu haben? Ja, das will in meinen Kopf nicht rein. Oder mir die Frage zu stellen, soll ich jetzt verbilligen oder ist jetzt der richtige Zeitpunkt gekommen, hier nochmal nachzukaufen, um einen besseren Cost Average zu haben. Ja? Wenn du die letzten 2, 3 Jahre immer wieder eingekauft hast, dann ist es rein technisch gar nicht möglich, einen besseren Cost Average einzukaufen. Stand heute, also von dem Kursstand. Da müsste der schon nochmal 50% fallen. Ja? Also wieder sozusagen aufs Niveau von 2017.
ja, dass ich sage, okay, jetzt könnte ich mein Cost Average wieder sozusagen, jetzt lohnt sich's. Ja. Das heißt, andersrum gesagt, Leute machen sich Gedanken, ob das jetzt tatsächlich ein Korrektürchen war, nur so wie die letzten Jahre immer wieder mal ab und zu, oder ob es richtig jetzt rappelt. Ja? Was deine langfristige Strategie betrifft, wenn du immer wieder zukaufst und gleichzeitig auch immer ein gewisses Cashflow natürlich erzeugst und beibehältst, ja, den brauchst du ja sowieso im Leben. Ja? Du weißt ja nie, was irgendwann mal passieren kann. Die Waschmaschine kann mal kaputt gehen oder was weiß ich, oder das Auto, und dann brauchst du halt mal wieder 10.000 Euro oder so. Das heißt, Cash immer dabei haben. Dann. Ja, was wollte ich jetzt sagen? Jetzt habe ich wieder den Faden verloren. Auf jeden Fall, ja, dann würdest du ja theoretisch sogar wünschen, ja, dass die Aktie endlich mal wieder billiger wird. Endlich mal wieder unter 100 fällt. Dass du auch wieder ordentlich Stücke dafür bekommst. Ja, für dein Geld. Ja, also von daher eine völlig andere Sichtweise, ein völlig anderer Blickwinkel auf diese ganze Situation. Ja. Und ja, also diesen Blickwinkel wollte ich jetzt einfach mal hier mitteilen mit diesem Video, denn es gibt unterschiedliche Blickwinkel. Ja? Es gibt nicht nur den einen oder den anderen, es gibt vielleicht auch noch einen dritten oder vierten. Ja? Und das relativiert alles. Und ich sage nochmal, klar, insgesamt haben meine Depots auch alle gelitten und so weiter, ne? Weil die Gewinne, die sich da teilweise angehäuft hatten, ja, besonders in den letzten. Wir sehen es ja hier auch in den letzten Monaten, also so im letzten halben Jahr, da ist noch mal richtig nach oben abgegangen. Ja, die ein paar konnte ich mitnehmen, aber die meisten sind wieder aufgefressen worden. Aber das ist genau der Punkt. Ja, wenn du natürlich erst vor 6 Monaten eingestiegen bist mit deiner ersten Position oder überproportional, ja, hast davor immer 50 Euro eingezahlt im Monat und plötzlich hast du, sagen wir mal, vor 3 Monaten hast du was geerbt, ja, 500.000 Euro, und hast dann 500, oder die Hälfte davon auf einen Schlag in die Microsoft-Aktie reingeschoben. Dann natürlich, das ist eben das, was du eben nicht tun solltest. Dann hast du natürlich jetzt einen ganz anderen Cost Average, einen Einstiegspreis. Und dann hast du natürlich eine ganz andere Situation, ist klar. Ja, dann hast du natürlich genau zum falschen Zeitpunkt geerbt, jetzt in dem Fall. Aber das ist ja sehr unwahrscheinliches Szenario. Ja, und von daher kann ich auch teilweise nicht, besonders diejenigen, die halt langfristig auch investieren und auch das auch immer sagen in den ganzen Gruppen und auf Social Media und so weiter, die ganzen Kommentatoren und User und alles, dass die jetzt eine Panik haben. Ja, wenn die nämlich kontinuierlich immer langfristig investiert hätten, dann hätten die überhaupt keinen Grund, Panik zu haben. Dann sind sie noch super im Gewinn. Ja? Und da wäre es sogar noch viel, viel zu hoch, um jetzt sozusagen mit erhöhten, also mit erhöhten Positions, mit erhöhten Beiträgen irgendwas verbilligen zu wollen, weil das wäre eher eine Verteuerung. Ja? Also selbst das wäre noch viel zu früh. Ja? Also einfach immer kontinuierlich über einen längeren Zeitraum diese ganzen Sachen sehen. Ja, man braucht gar nicht viele Aktien im Portfolio haben. Ich sage immer, wenn du mehr hast als 20 Aktien, also 20, 30, dann wird es schon sehr, sehr unübersichtlich. Ja, für jeden normalen Anleger und Privatperson da draußen. Vielleicht noch abschließend, ja. Und wenn du zum Beispiel, wenn du so Tage hast wie jetzt oder so Wochen, ja, und hast so ein Depot und hast halt, der macht ein Video über die Aktie, der andere macht ein Video über eine andere Aktie und so weiter und so weiter. Und irgendwann mal hast du dann so deine 50 Aktien irgendwo, überall ein paar Stücke, ja. Man soll ja auch diversifizieren und ja, hast dich halt so in so viele Aktientipps mit reinnehmen lassen. Es gibt ja auch eine Börsengruppe, die heißt Aktientipp für Rohstoffe, Aktientipp für alles Mögliche gibt es das, ja. Und hast dann dich immer so ein bisschen, ja,
Ich glaube, selbst Warren Buffett hat nur, ich glaube, eine Handvoll Aktien oder so. Und dann so Tagen wie heute, wenn du zum Beispiel dann ein Depot hast mit 50 Aktien, ja, und die sind alle rot und da geht es Minus und kunterbunt, ne? Das ist natürlich auch Panik, die, was so ein, was so ein, was so ein, ja, ja, es ist das Wort. Billboard. Ja, jetzt weiß ich das deutsche Wort gerade nicht, ist ja egal. Auf jeden Fall, das verstehst du? Also wenn du jetzt ein Depot hast, wo nur 5 oder 10 Aktien drin sind und zum Beispiel eine Alphabet, ja, die in alles Mögliche investierst du da, in alle möglichen Branchen mit dieser einen einzelnen Aktie, habe ich auch schon ein Video drüber gemacht. Aber es ist viel überschaubarer, es ist auch viel, viel gesünder für dein Nervenkostüm, wenn du einfach kleinere Depots hast, überschaubarer, lieber eröffne nochmal zweites, ein drittes Depot, ja, für unterschiedliche Strategien, auch ein sehr, sehr wichtiger Hinweis an der Stelle, ja, lieber 3, 4, 5 verschiedene Depots, als wie in einem Depot irgendwie 50 Aktien, ja, das ist in jeder Hinsicht einfach nur ein Nachteil, ja. Okay, das soll ich, also in dem Sinne, also möchte ich auch belassen, ja, also für mich kann die Aktie, also die Microsoft-Aktie auch gerne nochmal 50% fallen. Das ist mir Schnuppe. Ehrlich, wenn die Aktie, wenn die Microsoft-Aktie, ich nagel das jetzt auf die Microsoft fest, aber es ist auch beispielhaft für Visa, für Amazon, ja. Wenn eine Amazon, ja, nochmal unter 1000 Euro fällt, dann, hey, dann nehme ich sogar, dann laufe, dann verkaufe ich alles, was ich habe, ja, und investiere es in die Amazon, ja. Dann nehme ich sogar einen Kredit auf mein Haus auf, ja. Einen kleinen, ja, für 20.000 oder so, ja, zu Nullzins und butter es da rein, ohne mit der Wimper zu zucken, ja. Aber das wird nicht passieren. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass jetzt die Amazon um 50% fällt, dass Microsoft auf 80 Dollar fällt oder auf 60 Dollar, ja, auf ein Niveau von 2,17. Ja, wir werden in 1, 2, 3, 4 Wochen, ein paar Wochen, wenn wir alle uns den Chart anschauen und dann ist das Ding wieder auf einem neuen Allzeithoch. Also das ist jetzt meine persönliche Meinung, ja. Und wenn es nicht so ist, ja, dann Cash herzaubern und einkaufen, ja. Wenn beim Rewe die Tafel Schokolade, die gleiche Tafel Schokolade von Rittersport, ja, nicht mehr 1,50 kostet, sondern nur noch 40 Cent, ja, das gleiche drin, ja, dann kaufe ich mir immer den Fünferpack, ja. Genau das gleiche Prinzip. Also Leute, keine Panik, ja, haltet die Ohren steif und ja, solide Aktien. Also 80% vom Portfolio oder 80% von euren Aktieninvestitionen in solide Aktien, so immer wieder stückweise wie Microsoft, wie Amazon, ja, auch wenn es langweilig ist. Und nur kleine Mengen in diese Wasserstoffaktien und so weiter. Und insgesamt immer Cash. Immer Cash. Ja, weil Cash ist King. Cash ist sogar King, wenn eine Rallye ist und so weiter. Weil du nie weißt, was passiert. Ja? Was weiß ich. Du bist verheiratet, ja, irgendwie deiner Frau fällt plötzlich ein, sie will sich irgendwas Neues kaufen. Ja? Und du hast dann, du sagst, naja, also meine ganze Kohle ist gerade im Aktienmarkt. Ja? Ja, schlecht. Ja? Ja, okay. Also, bis zum nächsten Mal, euer Thomas Klein und tschüss.